Hallo und herzlich willkommen zu No Man's Sky. Ja, auch an mir ist das Spiel nicht vorbeigegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mich erst ein bisschen einfuchsen. Aber jetzt, wenn ihr Lust habt, tja, dann begleitet mich ein bisschen in No Man's Sky. Ich meine, es gibt so viele Videos, man stürzt ab, man ist auf irgendeinem Planeten ohne großartiges Brimborium, wird einem durch kleine Missionen beigebracht, wie man mit dem Inventarsystem umgeht und was man so machen kann. Ich habe noch nicht so viel entdeckt. Ich habe einen Mond und zwei Planeten mal besucht und der erste Planet, auf dem ich so ein bisschen bleibe, das ist hier Rapastrischamp. ich hätte ihn umbenennen können, also umbenennen und hochladen, habe ich aber nicht gemacht. Dafür heißen hier schon so ein paar Viecher irgendwas mit Difool. Hier zum Beispiel Noradwang Difool. Ja, und ja, man bekommt dafür Kohle, also Units. Das ist cool. Wir könnten jetzt umbenennen und hochladen. Na komm, mach mal. Wie soll er auch anders heißen? Ne? Das ist natürlich ein Difool, ne? Ist ganz klar. Wird hochgeladen und, wie ihr gesehen habt, gibt es dafür Kohle. Ja, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Man hat keine Lust, andauernd alles neu zu benennen. Ist mühselig. Orte, wir könnten sie auch umbenennen und so weiter. Wichtig ist dabei einfach nur, dass man Units bekommt. Ja, gut. Units, damit können wir dann kaufen. Ich kann euch echt nicht sagen, was man kaufen kann. Man hat zum Beispiel auch nur 12 ja, Rucksackplätze. Das ist unser Exo-Rucksack. Und da haben wir eigentlich nur 12 Plätze drin. Das Dumme ist, das Jetpack, der Gefahrenschutz sowie die Lebenserhaltung und dann so eine Erweiterung wie zum Beispiel Ausdauersteigerung, Plätze belegen im Inventar. Und dann wird das natürlich knapp mit dem Platz. Ich habe aber jetzt kurz bevor ich aufgenommen habe, in so einem Teil, also so ähnlich wie so eine, ja, Mondkapsel, da habe ich dann witzigerweise noch einen Slot gefunden und habe mich natürlich mächtig gefreut. Und habe mir gedacht, so, jetzt zeichnest du endlich mal auf. Jetzt nimmst du die Leute mal mit. Gut. Ich hänge hier mit meinem Pre-Order-Raumschiff so ein bisschen auf dem Planeten rum. So eine Taschenlampe. Kann euch das mal anmachen. Und war gerade dabei, meine Erfahrungen hochzuladen, damit ich Kohle bekomme. Denn da mein Exo-Anzug und mein Raumschiff doch schon ziemlich voll sind, dachte ich mir, so ein Quark hier, was alles einfach verkaufen. Ja, wo? Auf einer Station. Da ich hier unten auf dem Planeten noch nichts gefunden habe, müsste ich zur Station. Naja, auf dem Weg zur Station ist mir aber ein Wegpunkt in die Quere gekommen, der sich da ein abgestürztes Schiff nennt. Da unten sollte es sein. Wo auch immer das ist. Ja, mit dem Fliegen, ich weiß nicht. Also bei mir ist zwangsmäßig. Ist mehr nutzgebunden. Ich versuche nicht schön zu fliegen. Ich wüsste nämlich nicht genau, was der damit meint. Das sieht ja aus, als wäre dieses Raumschiff hier unter der Erde. Weil wenn das erst in 8 Minuten, bei der Geschwindigkeit in, ja, 5 Minuten erreichen, wo soll das sein? Vielleicht hier in dem River? Sehr schön gemacht, finde ich eigentlich. Also was heißt schön gemacht? Lässt sich drüber streiten, schön oder nicht schön. Es ist eine recht einfache Bedienung. Man kann wirklich gechillt einfach seine Geschwindigkeit einstellen und dann so ein bisschen über den Planeten schweben. Sich das alles ein bisschen angucken. Leider ist gerade Nacht oder zum Glück, wie man das so sieht, weil es ist hübsch. Egal ob bei Tag oder Nacht.
Die Intensität der Farben, naja, gut, da lässt sich auch wieder drüber streiten. Wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich. Für mich ist das so ein bisschen The Long Dark in quietschbunt. Ja. Und da kommen wir direkt zu dem ersten und für mich wichtigsten Pluspunkt von dem Game. Also, ich kann es so spielen, wie ich es möchte. Am Anfang, ganz am Anfang, hatte ich überhaupt keinen Plan und musste mich leider auch mal mit irgendwelchen Drohnen anlegen, die hier immer auf den Planeten aufpassen. Also nicht immer, wie gesagt, ich kenne zwei Planeten und einen Mond von einem Planet. Also nichts Aussagekräftiges, aber da musste ich mich halt auch ein bisschen verteidigen. Also da sind genügend Dinge drin. Oder vor kurzem meinte auch irgend so ein Vieh, nein, die Raumkapsel ist mir und nicht, du hast da jetzt nichts zu suchen. Du gehst da jetzt nicht ran. Und hat mir richtig den Arsch versohlt. Ja gut, cool. Wirklich cool. Ich muss sagen, mit jeder Minute, mit der ich das, die Spieldauer, das wird tiefer in mein Herz. Das meine ich damit. Unglaublich. Ja. Also, ich kann spielen, wie ich möchte. Ich kann rumballern. Oder ich kann chillig durch die Gegend düsen zu irgendeinem Raumschiff. Ab und an mal den Scan anwerfen. Obwohl ich den im Schiff selber noch nicht so richtig begriffen habe. Aber das macht nichts. Mir wird nie was angezeigt. Vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Scanner. Wenn man so rumchillt, dann sollte man echt die Augen aufhalten. Denn man ist ja wirklich, also frech, fromm, fröhlich, frei, einfach in eine fremde Welt geschmissen worden. Und man kann sich am Anfang, ich war schon auf einer Raumstation zwischen dem Planeten und dem Mond, ist eine Raumstation. Jetzt kommt eine Lande. Und landen finde ich auch cool. Taste drücken, zack, setzt das Ding ab, fertig. Schön. Worauf ich gucke, wird mir angezeigt, was es ist. Damit ich weiß, in meinem knappen Inventar, das und das müsste ich jetzt mal sammeln oder halt auch nicht. Wir haben dann noch so einen Supergucker. Ich nenne das jetzt mal Fernglas. Und damit können wir dann solche, ja, Dinge anschauen. Im Moment funktioniert es nicht. Und damit halt entdecken. Das ist auch ziemlich geil gemacht. Sehr einfach und geil gemacht. Jetzt zum Beispiel haben wir eine neue Technologie gelernt. Cool. Neues Deflektorschild. Fein, fein, fein. Passt immer bei solchen, ja, kaputten Maschinen. Hier werden wir wohl Signalscanner. Ja, es gibt auch so Dinger, damit man so sein Schiff rufen kann, wenn man irgendwie irgendwo ist. Aber das hier scheint wirklich ein Signalscanner zu sein. Das heißt, zack, wenn wir jetzt scannen, dann kriegen wir hier angezeigt, wo was liegt. Aber nicht die ganze Zeit, sondern kurzzeitig. Und je nach Ausbau des Scanners, ne, ist das natürlich auch mehr oder weniger präzise. Oder nicht. Ja, die Reichweite ist auch ein bisschen höher. Ah, ich quatsch aber auch einen Scheiß hier. Ich quatsch einen Scheiß. Speichern ist so eine Sache bei dem Game. Rein ins Schiff, raus aus dem Schiff, gespeichert. Dann hat man hier auch immer wieder so, ja, Punkte, die man entdecken kann. Und da steht ja meist auch so ein, ja, Wiederherstellungspunkt. Generator nenne ich es mal. Und da kann man dann auch einfach mal eben seinen Senf ablassen und speichern. Ich spare mir jetzt weitere große Erklärungen. Ich laber eh nur Quark, also von daher. Wenn ich was mache, was ich für interessant erachte, dann werde ich meinen Mund schon öffnen. Ja, um Dinge zu sammeln, hier zum Beispiel interagieren. Gut, wir haben volles Inventar. Zack. Stimmt. Oh, wir haben so blöde Perlen, die bringen nicht viel. Muss ich mal schauen. Gesundheit, die ist bei uns ganz gut. Bei solchen Geräten, ja, wird unser Multifunktions... Wir haben ja diesen komischen Bergbaustrahler hier. Häuser. Kann ich Indoor gar nicht benutzen. Nur komm, da ist er.
Damit können wir halt die Dinge abbauen. Oder halt, wenn wir umschalten, haben wir halt einen Schusswaffe. Und den können wir halt, genauso wie unseren Anzug, Raumschiff, können wir natürlich auch unser Multitool aufpumpen. Aber wir müssen natürlich erstmal lernen, was wir aufpumpen können. Und das können wir immer wieder an diesen Dingern hier. Das ist schon ziemlich geil. Habe ich vor kurzem schon gelernt, irgend so eine Granate. Und da ich chillig spielen möchte, erachte ich das mir so als... Du auf. Neue Welten. So machen bräuchte ich einen Chip, damit dafür bräuchte ich Platz im Inventar. Ja. Schon allein das Vogelfutter bringt mehr als so eine Perle, also weg damit. Jetzt möchte ich was herstellen. Dazu bräuchte ich noch Eisen. Das heißt aber auch, dass ich noch mehr Platz im Inventar brauche. Rumlooten, wenn so eine Drohne in der Nähe ist, sollte man einfach mal so lassen. Frage ist, wie viel Eisen brauchen wir? 10. Gut. Denn die Drohnen, die bewachen irgendwie halt von den Leuten, die hier halt Eigner sind, logisch das Eigentum. Und, wir finden das nicht so toll. Es hat mich da jetzt noch keiner von getötet, aber die jucken einen den doch schon ganz schön in den Hosenboden, wenn sie einen erwischen. Ja. Es wird höchstwahrscheinlich auch, ich denke mal. Planeten geben, die komplett noch von niemandem entdeckt wurden. Kann ja sein. So, ich habe jetzt so einen Überbrückungschip hergestellt, weil hier steht ja, interagieren Signalscanner, einen Überbrückungschip nötig. Den habe ich gebastelt, den habe ich. Jetzt können wir hier was auch immer machen. Signalscanner online. Planetare Ortssignale antworten. Wellenlänge für Unterschlupf, Markierung, Aufspürung online, Kennung für lokale Übertragungsstation online und so weiter und so weiter. Wo wollen wir hin? Mononit, koloniale Außenposten, Übertragung und Unterschlupf. Am liebsten würde ich ja zum Monolithen, aber ich nehme den kolonialen Außenposten, weil eventuell... Gibt es da ja doch was für unser Portemonnaie. Ankunft in 15 Minuten und eine Fabrik. Fabrik, was ist das? Diese Fragezeichen sind immer interessante Unterschlüpfe, wie sowas hier. Schlüpfe, Schlupfe, Unterschlüpfe. Ist mir egal, schreibt's in die Kommentare. Die werden dauerhaft angezeigt. Also, wenn man sie irgendwie mal überflogen hat oder mal eben gesehen hat. So. Gut. Ah, dann wäre ich doch besser zum Monolithen, oder? Fabrik 15 Minuten und das Schiff 22 Minuten. Ah, die liegen ja auf dem Weg. Das ist ja ganz toll, ne? So, mal eben schauen, unser... Ja, das ist auch so ein kleines Ding, was ich lustig finde. Um überhaupt mit dem Raumschiff fliegen zu dürfen, brauchen wir Plutonium. Im Endeffekt benötigen wir dringend, also immer wieder Plutonium. Ob sich das noch ändert, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Jetzt erstmal wieder versuchen, zum Schiff zu kommen. Da drüben, in der Geschwindigkeit. In 2 Minuten da. Klar beiße ich mir dann auch in den Hintern, wenn ich jetzt gleich unheimlich viel aus dem Inventar wegschmeißen muss, weil... in dem Schiff so ganz viele tolle Dinge sind, die ich mitnehmen muss. Aber, naja, ist halt so. Tempomat eingestellt.
Ja, und wie jetzt gerade. Also man sieht da diese komischen Dinger und denkt sich, was ist denn das? Und dann leitet man mal eben eine Landung ein. Ah, dafür habe ich doch gar keinen Platz. Mensch. Ist doch. Weil hier bräuchten wir ja auch wieder. Das ist so mannigfaltig, so reichhaltig. Ich glaube, das Spiel ist ein Fluch. Ich glaube, das Spiel ist ein Fluch für alle Forscher und Entdecker. Am besten wäre es, arbeitslos zu sein und ja. Kann man ja seine eigenen Lebensmittel hier in den Plantagen anbauen. Also teilweise freut man sich sogar, wenn dann, wenn es dann heißt, oh, die Lebenserhaltung geht runter oder der Anzug oder so. Weil dann hat man bald wieder Platz im Inventar, damit man wieder was reintun kann. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Man muss sich umstellen. Ja, man muss halt einfuchteln. Ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der sowieso mehr auf die ja, Eroberungstaktik geht. Und das wäre halt auch mal interessant, aber ja, für mich im Moment nicht. Zack, dann machen wir mal landen. Oh, bin ich wieder auf dem Baum gelandet oder was? Geht ja gerade. Geht ja gerade. So, da ist das Raumschiff. Da ist es. Aha. Das sieht aber so aus, als hier erreicht. Als ob ich. Ist aber auch hübsch. Oh, die sieht aus. Wie cool. Wie cool. Und da schau her. Meine Güte. Das verlassene Raumschiff hat 17 Plätze. Raumschiff in Ruhe lassen. Hin und her. Zack, zack. Ach du meine Güte. Drohne, das ist meins. Wer es findet, darf es behalten. Flieg deiner Wege. Schütz, was auch immer. Aber nicht hier. Oh, das ist wohl kaputt. Könnte man also reparieren. Vergleichen wir doch einfach mal. Mein Schiff hat 16 Plätze frei. Ja, wegen einem Platz. Ich müsste eine Menge reparieren. Und dann auch noch mit Chrysonit. Das letzte habe ich jetzt vor kurzem erst weggeschmissen. Iridium, bla 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 bla. Nee, ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um das Raumschiff herum. Um das Raum. Drumherum um. Und diesen Atlas-Pass weiß ich immer noch nicht, wo ich den herbekomme. So, lass mal gucken. Ja, wieso denn voll? Das kann doch gar nicht. Nein. Eisen können wir raustun, weil ich kein Chip bastel. Gut. Zack. Ja. Und dann kann man zum Beispiel jetzt das bisschen Plutonium ins Schiff transferieren. Beamen. Aber auch nur, solange das Schiff noch Plätze frei hat oder halt einen Platz, der noch nicht ganz besetzt ist. Und da hat es sich mir noch nicht ganz erschlossen, wie das gemacht wird. Weil da steht 72 von 500. Aber bisher habe ich beobachtet, dass man weniger aufnehmen kann. Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Da gäbe es auch nur irgendein Oxid. Was haben wir hier bekommen? Blablabla. Auch wieder nur Plutonium. Ach. Grrr. Aber gut zu wissen. So, jetzt ist das Inventar nicht mehr voll. Schildsplitter. Naja gut, damit kann man aufladen.
Nimm, 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 nimm. Und dann lass doch mal schauen. Platin haben wir drüben nicht. Titan auch nicht. Emeril auch nicht. Och, wieder so eine blöde Perle. Hey, Perle, komm mal her. Du bist so eine faszinierende Perle. Neue Technologie entdeckt. Impulsdüse Tau. Impulsdüsenbetriebsbegleiteinheit. Antriebbegleiteinheit. Bietet verbesserte Manövrierfähigkeit und längere Boosts bei Raumflügen. Verbessert außerdem den Tamium 9 Verbrauch des Nutzers. Tada. Ja, das ist schön, aber auch beim Raumschiff ist das so. Wenn wir da irgendeine Erweiterung einbauen, dann gilt diese Erweiterung natürlich als Slotplatz. Trotzdem richtig cooles. Das ist so süß. Das sieht aus wie so ein alter Doppeldecker. Ich glaube, jetzt haben wir das. Aha. Ich klettere in das Frachtschiff und finde seine Blackbox. Sobald ich sie berühre, erscheint ein holographisches Bild eines reptilienähnlichen Reptilienhändlers in Panik. Vielleicht ist das eine Nachricht für seinen Vorgesetzten oder für eine geliebte Person. Es bleibt unklar, da die Wiedergabe quälend ruhig ist. Mit seinen letzten Atemzügen scheint der Händler auf neu installierte Schiffstechnologie zu deuten, bevor er verzweifelt auf sein Knie sinkt. Gut. Nach Fracht suchen oder in seine Schiffstechnologie? Ich nehme erstmal Technologie. Ich entdecke die schlecht installierte Technologie, die Absturzsache. Ich scanne ihren Bauplan und was auch immer. Neue der... Aha. Die Feuerrate der Photonenkanone wird erhöht. Schnellfeuermodifikationen, die Schadens-, Eliminierungs- und Zerstörungspotenzial bei anvisierten Zielen erhöht. Schön. Sogar sehr nett. Nur... Meine Güte. Wo, in welchem Inventar sollen wir das denn alles bauen? Verdammte Hacke. Mensch. Unfair. So da hinten. In 30 Minuten entfernt. So ein Shit. Befindet sich die Firma. Die Firma? Die Fabrik. Die Fabrik. Die Fabrik. Bei der ich eventuell Handel treiben kann. Anscheinend kann man hier auch bei Fraktionen aufsteigen. Man kann hier auch in Ungnade fallen, glaube ich. Also es gibt hier wohl eine ganze Menge zu tun. Packen wir es an. Nicht mehr in dieser Folge. Aber dafür in der nächsten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer John Diefuhl.